so stark, stark, stark wie ein Tiger und so groß, groß. Buntes Faschingstreiben auf dem Sonnenstein, von Karnevalsmuffeln keine Spur. 250 Kinder aus dem Wohngebiet trafen sich am soziokulturellen Zentrum, von wo aus sich die Karawane in Bewegung setzte. Zum ersten Mal fand auf dem Sonnenstein ein Faschingsumzug statt. Die Idee zum närrischen Treiben hatte Kerstin Hübener vom ACE e.V. Und ich bin total glücklich über das schöne Wetter, über die vielen Kinder, über die vielen, vielen helfenden Hände, die hier mitgemacht haben. Also es haben alle mitgeholfen. Jeder hat sein Schärflein beigetragen und ich bin einfach nur glücklich. Mit Pauke und Sonne hellau ging es durch das Wohngebiet. Viele Einrichtungen vom Sonnenstein waren beim Faschingsumzug mit dabei. Schulen und Kindergärten beteiligten sich und die städtische Wohnungsgesellschaft Pirna spendierte die Pfannkuchen. Ich gehe heute als Wikinger. Ich gehe heute als Burgfräulein. Ich gehe heute als Hexe. Als Dorffräulein. Als Ritter. Ich gehe als Bergsteiger, aber ich habe bloß meine Hose. Bloß, weil es draußen kalt ist, konnte ich jetzt nicht um, weil meine Hosen kurz sind. Wie findest du es, dass ihr heute auf diese Art und Weise auf dem Sonnenstein Fasching feiert? Das ist mal ein gutes Erlebnis, Mann. Der Faschingsauftakt ist geglückt. Für die meisten Kinder ging das bunte Treiben im Hort oder dem Kindergarten weiter. Der Umzug auf dem Sonnenstein soll auch im nächsten Jahr seine Fortsetzung finden. Auf jeden Fall. Wir wollen das zur Tradition machen. Nächstes Jahr ist ja Fasching leider wieder in der Ferienzeit, leider. Da ist vielleicht ein bisschen Schnee, das ist auch schön für die Kinder. Aber wir wollen die Kinder alle ansprechen, alle Kinder vom Sonnenstein sollen mitmachen. Und die Kindereinrichtungen sind ja sowieso da im Februar und die Kinder, die in Ferien zu Hause sind, können alle kommen. Ein schöner Ausblick auf das kommende Jahr, denn schon morgen am Aschermittwoch ist alles vorbei. Dann werden die Kostüme im Schrank verstaut und der ganz normale Wahnsinn hält wieder Einzug.